Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Roland Kaiser ist seit fast 40 Jahren erfolgreicher Sänger. Im Jahr 2000 dann der Schock. Eine Lungenkrankheit nimmt ihm die Luft zum Atmen. Ich habe sofort aufgehört zu rauchen und habe versucht, mit dieser Krankheit klarzukommen. Ich habe ihr mehr oder weniger den Krieg erklärt. Ich habe erklärt, ich werde mit dir jetzt leben und du wirst mich sicherlich nicht kleinkriegen. Habe ich den Mund etwas vollgenommen. Anna-Maria Zimmermann steht schon mit 16 auf der Bühne. Erst bei DSDS, dann startet sie eine Solokarriere. Bei einem Hubschrauberabsturz wird sie 2010 schwer verletzt. Die Ärzte machen wenig Hoffnung. So wie es war, wird es nicht mehr. Und du wirst auch nicht mehr dies können und nicht mehr das können. Und dann liegt man da natürlich als 20-jähriges Mädchen und denkt sich, eigentlich ist auch alles zu Ende. Und wenn das alles für dich so schlimm ist, dann will ich das eigentlich gar nicht mehr so. Als Olli Klatt aus der Lindenstraße wird Willi Herren in den 90ern bekannt. Du sollst dich da hinstellen und warten, bis einer kommt. Ich bleib ja da und guck, dass dir nichts passiert. Nur eine Nummer, Mensch. 2007 fliegt er wegen seines Drogenkonsums raus aus der Kultserie. Da war ich einmal arbeitslos. Frau verloren, vorher schon, drogenabhängig. Kein Geld mehr. Dann auch das Heiligste, was mir im Leben ist, nach meiner Familie, die Lindenstraße. Ich konnte das alles nicht mehr fassen. Roland Kaiser auf dem Weg zu einem Auftritt. Er kann wieder singen, dank einer neuen Lunge. Vor der Transplantation vor 2 Jahren war es fraglich, ob er jemals wieder ein Konzert durchstehen kann. Wenn man sich fit fühlt und gut fühlt, dann macht das ja Spaß, solange die Leute noch da sind. Die Leute entscheiden letztendlich darüber, ob man das machen kann oder nicht. Wenn die Leute nicht mehr kommen, dann ist es vorbei. Und solange die Menschen gucken, kommen, ist alles okay. Wenn man das noch auf die Reihe kriegt, ne? Darum geht es ja nicht nur. Roland Kaisers Karriere beginnt in den 70ern. Er ist Dauergast der ZDF-Hitparade. Seine Songs sind weit oben platziert in den deutschen Charts. Über 90 Millionen Tonträger hat er verkauft und viele tausend Konzerte gespielt. Heute ist Roland Kaiser in Stuttgart bei der Schlager-Star-Parade. Ja, was ist denn los da? Hä? Und auch heute noch kommen die Fans in Scharen. Wenn Roland Kaiser spielt, sind die Hallen voll. Tch. 40 Jahre im Showbusiness. Moin. Auf seine Gesundheit hat der Sänger dabei keine besondere Rücksicht genommen. Das Jahr 2000 ist eine Zäsur in seinem Leben. Ein völlig normaler Tag. Ich habe mit meiner Frau und Freunden abends gesessen und weil das etwas spät wurde an dem Tag, sind wir halt mal bei denen übernachtet und am nächsten Morgen war einfach irgendwo mal für mich die Fähigkeit, Luft holen zu können, nicht mehr gegeben. Das heißt, du holst Luft, aber hier oben ungefähr in der Höhe ist Schluss. Das löst eine bestimmte Panik in einem aus. Bei Roland Kaiser wird COPD diagnostiziert, eine chronische Bronchitis. Die schwere Lungenkrankheit ist nicht heilbar. Und dann noch in dem Zustand, ich sag dir da. Ich habe dennoch bis, glaub, 9 Jahre, dann noch oder fast 10 Jahre noch Konzerte gespielt. Das war natürlich sehr anstrengend, weil man natürlich auch während dieser Tätigkeit dieses entspannte, lange Töne singen können, nicht hat. Also insofern war ich da sehr auf die Toleranz der Leute angewiesen. Der Zuschauer. Die Krankheit nimmt ihm die Luft zum Atmen. Sein Körper bekommt nicht mehr den Sauerstoff, den er braucht. Doch der Sänger hält sein Leiden geheim, will keine Schwäche zeigen. Er nimmt all seine Termine wahr. Das kostet Kraft. Und trotz aller Disziplin, seine Krankheit lässt sich nicht mehr verbergen. Dass die Menschen sagen, was hat er denn?
geht es ihm nicht gut? Hat er was getrunken? Nimmt er irgendwas? Oder ist er wirklich so arrogant, wie er tut? Weil man natürlich dieses entspannte Leben, dieses entspannte, mal einen Smalltalk zu halten, auf irgendeinem Weg nicht hat, weil man die Luft dafür gar nicht hat. Extreme, und trotzdem liebe ich dich. Heute hat Roland Kaiser wieder Luft. Vor 2 Jahren noch musste er ein Konzert abbrechen. Geliebt. Sein Zustand war lebensbedrohlich. 2010 erhält er eine Spenderlunge. Die Transplantation verläuft gut. Schon 1 Jahr später ist er zurück auf der Bühne. Wir stritten uns auf Teufel komm raus. Du bist der Platz meiner Seele. Roland Kaisers Terminkalender ist wieder randvoll. Alles scheint wie früher. Fernsehauftritte und Tourneen sind dicht getaktet. Und deshalb lieb ich dich, ich dich. Der Sänger ist wieder zurück im Rampenlicht. Doch wie sieht sein Leben hinter der Bühne aus? Leben, das heißt für Anna-Maria Zimmermann jeden Morgen Reha. Dann beginnt der tägliche Kampf um den Arm. Er ist immer noch gelähmt seit dem Unfall. Niemand weiß, ob das jemals anders werden wird. Immerhin kann sie selbst am Steuer sitzen. Ich habe so einen Knopf hier am Lenker, damit kann ich halt Hupen, Fernlicht, Abblendlicht, Scheibenwischer. Und muss echt sagen, das war das Größte für mich, endlich wieder unabhängig ins Auto einzusteigen und zu sagen, ich bin dann mal weg. Anna hat schon früh große Träume. Mit 5 Jahren tritt sie in der Mini-Playback-Show auf. Mit 16 steht sie im Finale von Deutschland sucht den Superstar. Der 24. Oktober 2010. Anna ist unterwegs zu einem Auftritt. Bei der Landung stürzt ihr Hubschrauber aus 10 Metern Höhe ab. Anna wird mit lebensgefährlichen Verletzungen und zahlreichen Knochenbrüchen in eine Klinik geflogen. 18 Tage liegt sie im Koma. Sie muss unzählige Operationen über sich ergehen lassen. Als sie mit der Reha beginnt, hat sie fast keine Muskeln mehr. Es war schon nur ein Glas zum Mund führen, war schon so anstrengend, dass ich beim 3. Mal gesagt habe, halt's bitte fest und gib mir einen Strohhalm, ich kann es nicht schaffen. Also es waren wirklich die kleinsten Kleinigkeiten, eine Flasche zum Mund führen, ein Handy in der Hand halten, so Kleinigkeiten des Alltags, die eine wahnsinnige Hürde für mich waren. Nach dem Unfall ist es vor allem die Mutter, die Anna zur Seite steht. Auch in dem Moment, in dem die 20-Jährige all ihren Lebensmut zu verlieren scheint. Und nee, ich mache auch gar nichts mehr, sagte sie dann. Was soll ich damit machen? Ich will auch gar nicht mehr. Ich will auch gar nicht mehr leben. Das Beste ist, passiert hier noch was und ich lebe nicht mehr. Ich bin jetzt ein Krüppel. Ich kann nichts mehr und ich will nichts mehr. Und da sind wir beiden am Bett so böse geworden zu ihr. Und wir haben so mit ihr geschimpft und haben ihr erzählt, Anna, wie viele Menschen gibt es auf der Welt mit Behinderungen? Was machen die alle? Die bringen sich nicht alle selber um. Und es hat so eine Stunde gedauert, dann kam eine SMS von ihr und sie sagte, Mama, ihr habt doch recht, ich kann jetzt nicht aufgeben, ich muss weitermachen. Ich muss jetzt kämpfen dafür, dass ich da wieder hinkomme, wo ich war. Ich hatte jetzt eigentlich so den Schritt, dass ich ziemlich oben war, bin jetzt tief gefallen, sagt sie, aber jetzt muss ich kämpfen, dass ich da, wo ich war, wieder hinkomme. Und von da an hat sie dann gekämpft. Die Karriere von Willi Herren beginnt in den 90ern. Als der fiese Olli in der Lindenstraße spielt er in mehr als 900 Folgen. Die Serie ist fester Bestandteil seines Lebens. Die Zeichen stehen auf Erfolg. Na? Du wolltest mich verkaufen. Du hast sogar zugesehen, wie er klingt. Nein, du bist nicht mehr mein Freund. Und damit ist das Ding zwischen uns erledigt, meinst du? Du bist kein guter Mensch. Ich habe mich völlig überschätzt. Kam mir vor, wir der Größten waren. Mich kann keiner was. Ach, Lindenstraße will mich nicht rausschmeißen. Ich bin doch gut. Was sollen die mich denn rausschmeißen? Brauchen mich doch. Ja, warum soll meine Frau mich rausschmeißen? Ach, die liebt mich doch. Warum soll meine Freunde mich verlassen? Die mögen mich doch. Ja, nichts wahr. Alles verloren.
Das Leben als Prominenter? Irgendwann wird der Druck zu groß. Willi Herren kompensiert ihn durch Drogen, wird abhängig von Kokain. Mit seinem Vater schaut er sich Bilder an, aus der schlimmsten Zeit seines Lebens, dokumentiert von RTL. Ich will das nicht mehr. Das ist nicht, weil ich Spaß dabei habe. Das ist, weil es die Sucht mich immer wieder überrennt. Nimm. Ja, ich bin kurz davor. Aber wenn ich das sehe, dann furchtbar bin ich aber nicht mehr. Nee, Gott sei Dank. Da kamen irgendwie Bekannte auf mich zu und sagten, probier das mal, das schaffst du dann. Und dann hältst du den Druck und kriegst Termine, brauchst du schlafen. Das ist ein Teufelskreis gewesen. Da habe ich es probiert, immer mehr und mehr. Das ist so ein Teufelskreis. Und dann war ich dem Zeug verfallen. Dann hat es mich im Griff gehabt. Aber so dermaßen, dass mein Leben beherrscht hatte. Ich habe alles dafür getan. Ich hätte alles dafür getan, um an den Stoff zu kommen. Alles. In einer Drogenklinik versucht Willi Herren loszukommen von dem Stoff, der seine Karriere und seine Familie zerstört. Ein Entzug ist für seine Frau Bedingung für den Kontakt zu seinen Kindern. Willis Vater macht sich in dieser Zeit massive Sorgen um seinen Sohn. Er hat dann immer gesagt, Junge, was ist denn los? Was bist du so müde? Was bist du so schlecht gelaunt? Was ist denn los? Und ich habe da auch sehr oft in Selbstmitleid gebadet. Ich habe dann geweint. Ich sagte, Junge, was weinst du denn? Also er wusste schon, Papa wusste schon, dass irgendwas mit mir los ist. Aber in dem Zustand selber hat er mich nicht gesehen. Ja, sei Dank. Da war ich noch. Naja. Aber ich war immer bei ihm. 8 Entzüge hat Willi Herren hinter sich. Seitdem ist er drogenfrei. Seit bei Roland Kaiser erfolgreich eine Lunge transplantiert wurde, versteht er sich als prominenter Botschafter für das Thema. Beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Organspende in Berlin trifft er auch Dr. Warnecke, der ihn vor 2 Jahren operiert hat. Die Frage bei Herrn Kaiser war eigentlich ehrlicherweise viel mehr, ist er nicht schon zu krank zum Transplantieren? Ja, als wir uns dann dafür entschieden haben, ihn zu transplantieren, wir hatten uns da wirklich ein bisschen Gedanken vorher gemacht und haben uns dann halt dazu entschlossen, hauptsächlich, weil er ein Kämpfertyp ist. Natürlich haben wir die Hoffnung und wir haben die Zahlen, dass viele Patienten, die in so einem guten Zustand sind wie Herr Kaiser, dass das dann auch noch viele Jahre so weitergeht. Das kann man gefahrlos behaupten. Ob das bei jedem Einzelnen jetzt noch 2 Jahre, noch 5 Jahre, noch 10 Jahre oder wer weiß, wie lange gut geht, das kann man nicht so genau sagen. Ich konzentriere mich auf mein normales Leben und finde mich ja auch nicht transplantiert. Ich fühle mich geheilt. Das muss ich dazu sagen, weil die haben für mich persönlich ein Wunder vollbracht. Ich bin so freudig und mein zweites Leben, das ist einfach toll. Das ist, habe ich diesen Herrn hier und dem lieben Gott zu verdanken. Es ist ein kleines Wunder und für seine vielen Fans sicherlich die schönste Nachricht des Jahres. Er ist zurück. Hier ist Roland Kaiser. Nach gelungener Transplantation startet Roland Kaiser auch ein zweites Leben auf der Bühne. Sein Comeback feiert er bei der Carmen-Nebel-Show vor einem Millionenpublikum im Herbst 2010. Dass er eines Tages wieder auftreten würde, war keineswegs gewiss. Das Fenster zum Hof, wo ich zu hoffen begann. Ganz großartig. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein kleines Wunder. Ja. Ich möchte nur dir Dank sagen. Roland, sag dafür, uns erst, dass du mir die Chance gegeben hast, so zurückzukehren. Ich habe schon ein ganzes Jahr auf dich gewartet. Und Ihnen danken dafür, dass Sie mich so wieder begrüßen. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ach, Roland. Grüße dich. Hallo. Na, wie geht's dir? Sehr gut. Dich zu sehen. Sehr gut. Ja, prima. Auch Frank-Walter Steinmeier ist als Referent beim Kongress geladen. Roland Kaiser und er kennen sich schon viele Jahre. Das Thema Transplantation verbindet die beiden. Der Politiker spendete seiner Frau vor 2 Jahren eine Niere. Jetzt erzählen beide öffentlich ihre Geschichte, sind Botschafter in Sachen Organspende. Ich habe meine Lektion gelernt, indem ich von der Wartebank im Vorzimmer des Todes auf die Mannschaftsbank der Zuversicht und der Hoffnung wechseln durfte.
Ich freue mich einfach ständig über irgendeine Kleinigkeit. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, an dem ich ganz am Ende meiner Krankheit angekommen war, hätte man solche Glücksmomente nicht mehr für möglich gehalten. Nein, wir sind beide geflogen. Immer wenn sie sich begegnen, nehmen sich Frank-Walter Steinmeier und Roland Kaiser die Zeit für ein paar private Worte. Der Politiker hat sich von Anfang an für die Krankheitsgeschichte seines Sängerfreundes interessiert. Wir kennen uns ja schon seit, ich glaube, 10, 12 Jahren, seit 1998, glaube ich, etwa. Und wir sind uns immer wieder begegnet. Wir haben gegenseitig nicht darüber gesprochen. Das hat uns dazu geführt, dass beide uns dann hinterher Briefe geschrieben haben und unseren Respekt uns gezollt haben gegenseitig. Das war eine schwierige Zeit, aber auch eine Zeit, es wird bei euch auch so gewesen sein, in der sich der Familie auch nochmal verändern und vertiefen. Deine Frau war ja auch, ehrlich gesagt, in der schwierigeren Situation als ich, weil deine Frau sozusagen mit dir hoffen und warten musste. Konnte nicht helfen, Es bringt Partner näher zueinander oder es kann Partner auch auseinanderbringen. Aber in dem Fall, wenn deren Partner zusammenwachsen, mehr denn je, dann ist es ein großer Beweis der gegenseitigen Liebe. Seit dem schweren Unfall vor 2 Jahren hat Anna-Maria Zimmermann hart an sich gearbeitet. Ihr großer Traum bleibt weiterhin eine Zukunft als Sängerin. Und dafür kämpft sie wöchentlich auf Mallorca. Denn hier entscheiden sich die Karrieren junger deutscher Schlagerstars. Wer auf der Insel erfolgreich ist, schafft es auch in Deutschland. Hinter der Bühne bereitet sich die Sängerin auf ihren Auftritt vor. Der gelähmte Arm kommt in eine Spezialschlinge. Ein ausgeklügeltes System aus Klettverschlüssen und Riemen. Mein Auftritt ist einfach wichtig, dass mein Arm fest ist. Also, dass ich mich nicht bei meinem Auftritt darauf konzentrieren muss, oh, hält mein Arm, fällt er mir gleich aus der Schlinge, was mache ich dann? Dann bekomme ich Panik oder fühle ich mich unwohl. Und ich kann den Arm ja auch nicht steuern in dem Moment. Also, er wird mir halt in dem Moment runterfallen irgendwie und halt rumhängen, auf Deutsch gesagt. Deshalb ist es bei mir bei den Auftritten ganz wichtig, dass ich einen stabilen, festen Arm habe, der bei mir ist, wo ich jetzt machen kann und hüpfen und alles, was ich will, und er ist fest. Anna muss mit einem Arm und einer Hand im Alltag zurechtkommen. Sich selber anziehen, schminken, all das hat sie sich mit viel Disziplin nach und nach beigebracht. Dann, nachts um 2:30, ist es endlich soweit. Anna ist zurück auf der Bühne. Eine gute Stunde wird sie ihrem Publikum im Oberbayern einheizen. Lange hatte Anna Zweifel, ob dieses Publikum eine Sängerin mit Handicap wirklich sehen will. Schließlich geht es hier ums Partymachen. Die Angst war unbegründet. Auf Mallorca ist Anna immer mit ihrer engen Freundin unterwegs. Petra kannte die Sängerin auch schon vor ihrem dramatischen Unfall und hat ihren Weg zurück auf die Bühne begleitet. Du warst schon immer selbstbewusst, ansonsten kommt man hier nicht durch. Aber ich finde, nach dem Unfall hast du noch mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube, sie weiß genau, welchen Weg sie gehen will. Und sie weiß auch ganz genau, was sie nicht mehr will. Ja. Sie kann jetzt viel besser auch Nein sagen, wenn ihr irgendwas nicht gefällt. Das habe ich gelernt. Auch mein Bauchgefühl, Nein sagen. So ist das. Ja. Die Gesundheit steht jetzt an erster Stelle. Einen ganz normalen Alltag leben. Heute kann sich Roland Kaiser mit einem guten Freund auf dem Markt in Münster treffen. Vor seiner Lungentransplantation hätte er sich das nicht getraut. Es gibt ja Menschen, die mit mobilen Sauerstoffgeräten umherlaufen. Das habe ich für mich als nicht möglich betrachtet. Was wahrscheinlich vielleicht auch falsch war, weiß ich nicht. Aber für mich kam das nicht in Frage. Geschuldet auch meiner eigenen Fehleinschätzung. Ich sagte, okay, wenn man mich so sieht, dann kann mich das Popularität kosten oder und, was sicher falsch war. Hallo. Roland Kaiser hat seinen Lebensstil deutlich verändert. Von medizinischen Kontrollterminen abgesehen, kann er deshalb heute fast ohne Einschränkungen leben.
Schade, ne? Regelmäßig sucht der Sänger seine Ärzte auf, lässt überprüfen, ob er seine neue Lunge nicht zu sehr strapaziert. So, ich habe jetzt Hunger. Ja, jetzt gehen wir da runter. Brauche jetzt dringend eine Currywurst. Na klar. Guck mal, hier gibt's einen. Wollen wir es hier hinstellen, ja, ne? Hier ist doch gut. Grüße Sie. Hallo. Wir hätten gerne zwei Currywurst, du und mit Brötchen, ne? Oder ohne. Oder wie? Wir können auch, es gibt aber lecker. Auf manches muss Roland Kaiser aus Rücksicht auf sein neues Organ verzichten. Einfach nur die Soße. Das Gewürz können Sie weglassen. Currypulver gehört zum Beispiel dazu. Gerade bei der Ernährung gibt es ein paar Einschränkungen. Ich muss aber jetzt gerade hier über den Markt läuft, natürlich bei Lebensmitteln verschiedene Dinge achten. Es gibt gewisse Ware, die für mich tabu ist, also alle Dinge, die man schälen muss, so Tomaten, Erdbeeren und so ein Filze, kann man nicht mehr essen. Aber ansonsten ist mein Leben ein Wachsen an Gewinn, an Lebensqualität natürlich, so klar. Ja. Bei Willi Herren in Köln ist heute sogenannter Vater-Tochter-Tag. Einfach mal zu Hause zusammen kochen, das war früher nicht möglich. Dass er die 10-jährige Alessia wiedersehen darf, dafür hat Willi Herren hart an sich gearbeitet. Jahrelang versucht, die verschiedensten Therapien durchzustehen. Letztlich mit Erfolg. Ja? Ja. Das ist mir unwahrscheinlich wichtig, sehr wichtig, den Kontakt zu meinen Kindern. Es gibt ja einen Papa-Tochter-Tag, dann gibt es Papa-Tochter-Sohn-Tag. Und dann gibt es einen Papa-Sohn-Tag. Dann gibt es einen Papa-Tochter-Urlaub. Und ein Papa-Sohn-Urlaub. Nächte durchfeiern, ein exzessiver Lebensstil, das war einmal. Das liebe ich. Das ist der Private, will ich auch. Auch mal eine ruhige Seite. Ich bin auch sehr ruhig. Es gibt auch wirklich. Aber es gibt auch Tage, wo ich auch ganz alleine sein möchte. Und dann gehe ich auch alleine hier durch den Wald, spazieren. Ja. Und die Leute denken, glaube ich, Willi lebt zu Hause. Da geht es runter und drüber. Weiß ich. Aber dass ich eigentlich sehr heimisch bin, das glaubt man, glaube ich, von mir nicht. So bin ich. Ganz bewusst ist Willi Herren an den Kölner Stadtrand gezogen, nah ans Grüne. Seine Ärzte in der Entzugsklinik haben bei ihm ein sogenanntes Suchtgen festgestellt. Damit das nicht eines Tages wieder die Oberhand gewinnt, muss er auf sich aufpassen. Privat hat Willi Herren wieder festen Boden unter den Füßen. Auch beruflich steht er wieder auf der Bühne, als Schauspieler und als Sänger. Die Zukunft sieht für mich wie folgt aus, dass ich hoffentlich weiter so tapfer und erfolgreich bleibe. Und es steht ja noch viel in der Planung, also hoffentlich ganz positiv. Weil er der beste Sänger ist. Ja, der beste Sänger will ich jetzt nicht sagen, Schatz. Für mich aber. Du bist ja auch die beste Tochter dieser Welt. Nicht schön, aber laut und ich habe Spaß dabei. Aber ist schon noch ein bisschen stolz, ne? Ja, nicht ein bisschen viel. Ich liebe dich. Das ist Glück. Willi Herren auf dem Weg zu Köln feiert, einem Party-Event in seiner Heimatstadt. Neben seinem Beruf als Schauspieler ist Willi Herren auch Schlagersänger. Inzwischen hat er wieder an die 200 Auftritte im Jahr. Ich liebe und lebe das, sonst geht das ja nicht. Wenn man das nur macht, des Geldes wegen, geht eine Zeit lang. Dann ist es aber vorbei. Aber ich liebe und lebe das auch noch. Und ich bin immer aufgeregt. Ich habe immer Lampenfieber. Ob da 50 Leute stehen, ob da 10.000 oder 50.000, das ist immer gleich. Vor 8.000 Leuten hat Willi Herren heute die Gelegenheit zu zeigen, dass er wieder da ist. Wieder im Rampenlicht stehen. Die Zuschauer begeistern auch ohne Drogen. Diesen Erfolg nicht wieder zu verspielen, das ist sein großes Ziel. Inzwischen hat Willi Herren auch wieder eine Rolle in der Lindenstraße. Und den Leuten habe ich das alles zu verdanken, dass es mir wieder gut geht. Ne? Jedem Einzelnen sage ich danke, 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 danke. Ich habe eine sehr bewegte Vergangenheit hinter mir.
und habe alle Höhen und Tiefen dieser Branche durchlebt. Ich war ganz oben, bin ganz unten gewesen, wirklich keinen müden Cent in der Tasche gehabt. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach oben, dank Jana, dank meinem Umfeld, dank meiner Familie. Und das werde ich mir zum Teufel nicht kaputt machen. Niemals. Ja. Aufwärmen vor dem Jogging. Anna-Maria Zimmermann hat ihren Körper mit monatelangem Training wieder fit gemacht. Ich hatte 8 Kilo an Muskeln verloren, hatte also nichts mehr in den Beinen, das war nur Pudding. Und musste wirklich nochmal starten, wie setze ich jetzt einen Fuß vor den anderen, ohne dass ich hinfalle. Ja, und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem Alltag, haben uns überlegt, wir trainieren mal für den Marathon nächsten Jahr, wo ich sage, oh Gott, ich konnte letzten Jahr noch nicht laufen und dieses Jahr soll ich für einen Marathon trainieren. Also es ist eigentlich wieder der Alltag eingetroffen und ich bin muskelmäßig, glaube ich, fitter, als ich eigentlich vor dem Unfall war. Ein Erfolg, motiviert durch einen großen Traum, die Bühne. Hallo! Wir wollten wenigstens kurz Hallo sagen. Richtig. Hallo. Na? Du bist schon fertig, ne? Und war gut? Ja. Backstage bei der Schlager-Star-Parade. Mary Rose tritt hier auf und viele andere Showgrößen. Das darf man eigentlich so gar nicht sagen, aber ich bin früher, als es so angefangen hat, vor 5 Jahren bei mir, habe ich immer gesagt zu meiner Familie, wenn ich da mal dabei sein könnte, wie toll das wäre, wenn wir so weit erstmal sind. Und heute ist sie dabei. Vor 10.000 Menschen in der Arena von Oberhausen. Es gibt natürlich auch mal schlechte Tage und auch mal einen etwas nicht so guten Auftritt, wo man sagt, ich weiß nicht und fühlte mich nicht so gut dabei. Aber das sind genau diese Momente, wo ich sage, es lohnt sich immer und immer weiter zu kämpfen. Seit 1992 hat Roland Kaiser einen Flugschein. Sein liebstes Hobby hat er wegen seiner Krankheit aufgeben müssen. Man möchte dich das wieder zurückholen. Meine Frau hat mir das gesagt. Die hat mir gesagt, du solltest dir deine Lizenz wieder zurückholen. Und ich meinte, ja, ich denke mir, nach der Operation, sagt, dann geh doch mal zum Arzt, frag doch mal einfach. Bin ich hingegangen und dann hat er mich untersucht. Da meinte er bei den Ergebnissen, guten Flug. Was du dir auch wünschst und dich glücklich macht, erreichst du auch. Über 10 Jahre musste Roland Kaiser am Boden bleiben. Dass er heute wieder ganz selbstverständlich abheben kann, ist ein weiteres Stück Lebensqualität. Der Kaiser hat sich einen Traum erfüllt. Das ist ein Stück Freiheit, weil natürlich gerade das sich ausleben können im Beruf ist ein Stück Freiheit. Und das da oben am Himmel rumtanzen ist ebenfalls ein Stück Freiheit.